So, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, der 12. August, und in diesem Film geht es um die Siemens. Ich selbst habe die Siemens, glaube ich, seit über 20 Jahren nicht mehr gehandelt. Ist kein böser Wille, ist einfach nur, ich war da jahrelang Market Maker drin. Ich bin übersättigt, ich glaube, für den Rest meines Lebens. Deswegen werde ich also da gar keine Position haben, auch in Zukunft nicht. Was Sie hier vor sich sehen, ist der Monatschart, weil das wollte ich mal machen, weil ich werde mal wieder angesprochen, ich soll doch mal die längerfristigen Charts anschauen. Und hier fällt auf, dass wir sind am unteren Band. Wir haben heute ein Mehrjahreslow gemacht. Dieser ganze Chart hier kommt aus 2003, vom 1.10.2003. Und wir sind heute hier auf einem Niveau, das hatten wir das letzte Mal am 1.6.2016. Also ziemlich gruselig. Eins vorab, Siemens hat ja ein Aktienrückkaufprogramm, das zeige ich Ihnen hier mal. Und da sind die also auch sehr fleißig dabei. Und zwar geht das über 3 Milliarden insgesamt bis an den 15. November 2021. Und wenn Sie auf die Seite gehen von Siemens Investor Relations, werden Sie das sehen. Die sind also fleißig dabei, die haben jetzt bisher fast 8 Millionen Stück und sind erst bei 780 Millionen. Aber die kaufen also regelmäßig, was ich so gesehen habe, im Bereich von 50.000 bis 70.000 pro Tag. Das nur mal so als Info. Das heißt, das Programm läuft weiterhin. Insgesamt, wie gesagt, 3 Milliarden. So, jetzt sind wir also hier auf diesem Niveau, was wir haben, Entschuldigung, was wir hatten vom 1.6.2016. 3-Jahres-Low. Ich meine, da waren halt einige Werte dabei, wie zum Beispiel Thyssen. Das ist, glaube ich, ein 16-Jahres-Low gewesen. Also schon enorm. Was hilft dem Wert? Momentan nicht viel. Wir sind am unteren Band, sogar ganz leicht drunter. Wir haben Verkaufssignale sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator. Aber es kommt ein bisschen Hilfe hinzu, und das ist dieser Bereich hier. Das ist jetzt nicht die 200-Wochen-Linie, sondern die 200-Monats-Linie bei 81,65. Und das verbindet sich hier eigentlich ganz gut mit diesen Lows, die wir hier haben aus dem Jahr 2015. Das sind 4 Stück. Das heißt, auf Monatssicht ist der Bereich zwischen 79 und 81,5 mal eine, nennen wir es mal, Soft Landing Area. Das auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal auf die Woche, denn die sieht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Von der Woche sind wir natürlich, also der Chart sieht wirklich fies aus, muss schon sagen, ganz klar runterzuzählen. Und nirgendwo eine echte Hilfe. Aber auch hier kommt wieder dieser Bereich von um die 80, 79 oder 78 hoch bis 81,5. Wir gelten technisch auf Wochensicht zwar schon als tief, aber ohne den Hauch einer Stabilisierung. Hier nicht über den Oszillator, hier auch nicht über das MACD. Ich kann hier aber insgesamt einen sehr schönen Trendkanal anlegen. So kann ich den anlegen. Und da haben wir noch ein bisschen Platz. Momentan in dieser Phase jetzt hier sogar noch runter bis zur 84. Positiv, nachhaltig positiv wäre meines Erachtens nach der Wert erst, wenn wir hier über die 110 gehen und da schließen sollten. Und da hat sie eine Menge Platz für. Das sind ja momentan 22 Euro. Also eigentlich soll Sinn und Zweck von diesem Film sein, für Sie einen Schein zu finden, den Sie auf die Watchlist legen können. Aber sie auch davon ein bisschen abzubringen, jetzt schon da reinzukaufen, weil ich glaube, die hat weiterhin Risiko nach unten. Und das beziffere ich halt mit dem Bereich um die 80 rum, vielleicht sogar ein bisschen weiter drunter. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Den Trendkanal habe ich übernommen. Auch hier gilt die Technik natürlich schon als deutlich überverkauft. Sowohl im MACD als auch über den Oszillator. Auch hier kommt nach wie vor dieser ganze Supportbereich, dieses Soft Landing Area um die 80 hinzu. Also ich möchte meinen, es ist noch zu früh, um sich da zu engagieren. Aber ich finde, man kann durchaus schon mal Scheine mit auf die Watchlist nehmen. Und dazu wollte ich Ihnen mal welche an die Hand geben. Und zwar von der UniCredit. Ich bin der Meinung, dass sowas hier mit der Basis 77,03 zumindest mal auf die Watchlist gehört. Das hat die Kennnummer HZ1 J0F. HZ1 J0F 77,03 ist ein Open-End-Schein, ändert also jeden Tag ganz leicht seine Basis. Im Moment hat der einen rund 8er Hebel, 7,6.
Es ist durchaus möglich, dass wir hier an diesen Trendkanal rangehen und von da mal eine Korrektur machen nach oben. Das wäre dann eine Korrektur in einem bestehenden Downtrend. Das gibt es immer wieder. Da könnte man dann, je nachdem, ich mache das dann ganz gerne mal, dass man sich die Fibonaccis anlegt. Und da werden sie ungefähr hier hinkommen auf ein 50er sogenanntes Retracement. Das heißt, bis hierhin, bis in den Bereich 96, können die locker wieder steigen, auch an zwei Tagen, wenn der Gesamtmarkt sich nennenswert ändert. Zwar waren die Zahlen nicht so toll, ich sehe nicht wirklich einen Grund. Momentan zumindest nicht. Es gibt aber auch noch einen, der liegt noch ein bisschen weiter weg, das ist dieser hier, das ist ein 76,03er. Das ist, wenn Sie so wollen, der Bruder von diesem Schein. Und das ist die HZ1J0E. Also wir haben hier E und wir haben hier F als letzten Buchstaben. Das wären Scheine, die man sich mal auf die Watchlist legen kann. Der Hebel wird natürlich dementsprechend steigern, wenn wir noch hier runter gehen. Auffallend ist weiterhin, die Bänder sind immer noch dabei zu steigen. Also in diesem Fall nach unten zu fallen, nach oben zu steigen, also auseinander zu gehen. Auch von da ist noch keine echte Unterstützung in Sicht. Ich glaube, man kann auch ein bisschen warten mit einem Investment, zumal wir also auch das Februar-Tief rausgenommen haben. Aber sich so in diesem Bereich zwischen 80 und 85, da kann man dann so ganz langsam mal anfangen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.